Okay, Leute, wir müssen mal reden. Vaginismus ist einer der häufigsten sexuellen Funktionsstörungen bei Frauen. Und irgendwie redet keiner drüber. Mal ehrlich, wisst ihr überhaupt, was das ist? Ich wusste darüber bis zu meinem Seminar im Studium auch nichts. Es ist eine Verkrampfung der Vagina, die Sex schwierig bis unmöglich macht. Wie viele genau darunter leiden, da schwanken die Zahlen wirklich extrem. Im Schnitt geht man aber davon aus, dass es 4 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland sind. Und trotzdem hört man nichts davon. Für Betroffene echt eine scheiß Situation. Also räumen wir auf mit dem Stigma und sprechen darüber. Was ist Vaginismus? Vaginismus ist im ICD-10, ihr erinnert euch, unser Diagnosekatalog für psychische Erkrankungen unter F52, sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit zu finden. Also alles, was Sex verhindern kann und psychosomatische Ursachen hat. Psychosomatisch bedeutet, dass bei der Entstehung psychologische und auch somatische bzw. körperliche Prozesse beteiligt sind. Welche Prozesse das genau sind, dazu kommen wir gleich nochmal. Wenn wir jetzt unter F52.5 nachschauen, ist hier die Störung aufgeführt, um die es heute geht. Nicht organischer Vaginismus. Nicht organischer Vaginismus, also ein Spasmus, also eine Verkrampfung der die Vagina umgebenden Beckenbodenmuskulatur, wodurch der Introitus vaginae verschlossen wird. Introitus vaginae heißt übersetzt einfach nur Scheideneingang. Sex mit Vaginismus, geht das? Das kann durchaus möglich sein, denn Sex ist nicht beschränkt auf penetrativen Sex, sondern kann viele verschiedene Facetten und Formen haben. Trotzdem ist es vielleicht auf Dauer so, dass man ein bisschen mehr Möglichkeiten haben möchte, um sich sexuell auszuleben. Vor allem mit einem Partner oder einer Partnerin. Viele Betroffene haben auch einen sehr hohen Leidensdruck. Sie haben häufig durch die Einschränkungen viele Unsicherheiten und schämen sich ganz dolle. Aber auch Dinge, die nichts mit Sex zu tun haben, können ein Riesenproblem sein mit Vaginismus. Zum Beispiel können bestimmte Untersuchungen beim Frauenarzt nicht stattfinden und das kann sogar gefährlich sein, weil dann zum Beispiel die Krebsvorsorge nicht mehr gemacht werden kann. Aber auch ein Tampon kann nicht eingeführt werden. Genau deshalb ist es wichtig zu verstehen, woher Vaginismus eigentlich kommt. Wie entsteht Vaginismus? Vaginismus wurde tatsächlich bereits 1547 in einem Werk erwähnt. Das Werk heißt übersetzt Die Krankheiten der Frauen. Obwohl die Funktionsstörung schon so lange bekannt ist, gibt es trotzdem relativ wenig Forschung dazu. Also ganz am Anfang, und zwar schon 1861, wurde sogar eine Operation für die Behandlung von Vaginismus vorgeschlagen. Der Vorschlag war, die Muskeln und Nerven des Scheideneingangs zu durchtrennen, damit man sie dann ausdehnen kann. Gott, das finde ich echt heftig und kann und möchte mir das echt nicht vorstellen. Aber zum Glück ist man kurz danach zum Schluss gekommen, dass es beim Vaginismus psychische Ursachen gibt und sich deswegen eine Muskelverkrampfung bildet und man jetzt nichts körperlich machen muss. Also, es hat keine körperlichen Ursachen. Warum und wie entsteht das dann? Es wird angenommen, dass der Körper einen versucht zu schützen durch den Vaginismus. Diese Schutzreaktion kann durch Konditionierung oder Erfahrung entstanden sein. Wenn ihr nicht wisst, was eine Konditionierung ist, dann klickt mal hier kurz auf Pause. Wenn sich der Scheideneingang also verschließt, dann kann das zum Beispiel die Funktion haben, sich selbst vor dem erwarteten Leid durch die Penetration zu schützen. Aber wieso denkt der Körper, er müsse sich vor äußeren Eindringlingen schützen? Hier können bestimmte Einstellungen eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich Sex zum Beispiel als gefährlich oder eklig wahrnehme oder zum Beispiel panische Angst vor einer Schwangerschaft und einer möglichen schmerzhaften Geburt habe, dann kann Vaginismus die Funktion haben, mich genau vor diesen Dingen zu schützen. Solche Einstellungen und Gedanken können auf tatsächlichen Erfahrungen beruhen. Also zum Beispiel hat man beim Frauenarzt mal eine schmerzhafte Untersuchung gehabt oder frühe sexuelle Traumata. Aber man muss noch nicht mal zwingend eine eigene Erfahrung gemacht haben. Es reicht beispielsweise schon etwas über schmerzhafte Erfahrungen gelesen
oder gehört zu haben. Zum Beispiel haben dir deine FreundInnen erzählt, dass Geschlechtsverkehr oder das erste Mal schmerzhaft für sie waren. Sowas kann möglicherweise Ängste auslösen oder Stress. Und auch Stress wird mit Vaginismus in Verbindung gebracht. Ein weiterer Faktor ist die eigene Familie und unsere Erziehung. Auch emotionale Distanz innerhalb der Familie kann mit der Entwicklung von Vaginismus zusammenhängen. Und eine fehlende oder ungünstige Kommunikation innerhalb der Familie gilt als Risikofaktor. Erfahrungsgemäß kann das dann eine Auswirkung darauf haben, wie man seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse kommuniziert, auch wenn es um Sex geht. PartnerInnen haben dagegen selten etwas mit der Entstehung zu tun, können aber trotzdem begünstigen, dass die Funktionsstörung so bestehen bleibt, wie sie ist und es keine Änderung gibt. Zum Beispiel, indem man überhaupt nicht über das Problem redet. Ich weiß, es ist echt schwer, über solche Dinge zu sprechen, aber was nie eine Lösung ist, ist nicht darüber reden. Wie sprecht ihr Dinge in eurer Beziehung an? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Was auch noch eine Rolle spielt, sind Werte und Moral. Konservative Werte und strikte moralische Standards scheinen auch mit Vaginismus zusammenzuhängen. Was hilft bei Vaginismus? Es kann helfen, wenn betroffene Personen das Gefühl haben, sie können offen über ihr Anliegen reden, ohne dafür verurteilt zu werden. Und wo kann man das am besten machen? Meiner Meinung nach natürlich in einer Therapie. Psychotherapie und professionelle Hilfe, wie zum Beispiel von ÄrztInnen, kann total hilfreich sein, um besser zu verstehen, wo die Funktionsstörung überhaupt herkommt. Da kann man dann versuchen herauszufinden, welche möglichen ungünstigen Einstellungen, Werte oder auch Stressoren bei einem selbst vorliegen. Und dann kann man genau an denen arbeiten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, werde ich in kognitiver Verhaltenstherapie ausgebildet. Und genau diese Therapieform bzw. Methode kann eingesetzt werden, um Personen mit Vaginismus zu helfen. Ich kann euch einfach mal erzählen, was so zu einer Behandlung dazugehört. Am Anfang finde ich es wichtig, nochmal zu betonen, dass bei Vaginismus die Vagina, Scheideneingang oder sonst was nicht zu eng ist und irgendwie geweitet werden muss. Das wäre wirklich Bullshit. Es ist eine Verkrampfung, die entsteht durch Angst, also ist es psychisch. Deswegen schauen wir uns in der Psychotherapie an, was denn im Kopf so gedanklich und emotional passiert. Denn das müssen wir dann verändern, um das Problem zu lösen. Um diese Angst und damit verbundene Anspannung zu reduzieren, schauen wir uns in der Therapie ganz viele Entspannungsübungen an. PatientInnen lernen sich durch die Veränderung ihrer Gedanken zu entspannen, aber auch körperlich wird versucht, die Beckenbodenmuskulatur durch gezielte Atmung und Körperübungen zu entspannen. Und auch den eigenen Körper zu erkunden, kann Teil der Übung sein. Das kann man dann mit dem Partner machen oder mit seiner Partnerin oder auch ganz alleine. Ganz am Anfang würde ich sogar erstmal alleine empfehlen. So kann man sich seinen Körper und seine Bedürfnisse besser kennenlernen. Das ist ein wichtiger nächster Punkt. Es ist wichtig zu schauen, welche Berührungen gefallen mir und vor allem wo. Wo sind meine Grenzen? Klingt erstmal ganz banal, aber es wird auch mal geübt, Stopp zu sagen. Und was sind meine Bedürfnisse? Nur wenn man das auch für sich weiß, kann man auch diese Bedürfnisse an seinen Partner oder Partnerin kommunizieren. In der Therapie kann der Partner oder auch die Partnerin mit einbezogen werden und gemeinsam kann man dann an seiner Kommunikation arbeiten. Nochmal, Kommunikation ist hier so mega wichtig. Und auch die sogenannte progressive Desensibilisierung kann helfen. Das bedeutet, man tastet sich langsam mit Hilfe von Fingern oder Vaginalstäben bzw. Dilatatoren an die Penetration heran. Dilatatoren sind übrigens solche Stäbe hier. Die werden zur Übung eingeführt von Betroffenen, nicht um etwas zu dehnen, sondern damit man sich langsam daran gewöhnt, dass etwas eingeführt wird. Ihr seht, die Stäbe können wirklich ganz dünn sein, damit sie am Anfang nicht so eine Angst machen. Hier also nichts überstürzen, sondern ganz langsam rantasten. Aber ganz wichtig, solche Behandlungen unbedingt immer mit PsychotherapeutIn oder ÄrztIn absprechen. Alle Körperübungen finden zu Hause in eurer Komfortzone statt. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwelche Übungen in der Praxis machen müsst. Es ist nicht wie bei einem Arzt, wo man sich auch mal ausziehen muss wegen einer Untersuchung. Die Übungen werden vor- und nachbesprochen, aber auch nur so weit, wie ihr euch damit wohlfühlt. Fazit.
Wenn wir Sex wollen und unser Körper nicht mitmacht, dann versucht er uns vielleicht einfach zu schützen. Was hier hilft, ist reden. Sowohl als betroffene Person, als auch mit betroffenen Personen. Und auch Geduld zu haben. Und bei Leidensdruck professionelle Hilfe zu suchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Like da. Und wenn euch was gefehlt hat, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hier kommt ihr zu unserem letzten Video und hier kommt ihr zu einem weiteren Video von unseren KollegInnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.